Hier ist Jolanda Jochnackel. Quatsch du, und ihr macht noch mit. Sechs Bumm. Namend. Also bei den Engländern war es der Brexit, bei mir war es der Jebsit. Also nicht, dass ich jetzt meine, ich hätte nicht alles gemacht, für die Ehe zu retten. Ich habe gesagt, mach doch einmal den Mund auf und sah, was da nämlich an da gefällt. du hast nichts gekommen. Es war vor das Jahr, nicht zum gesagt, aber gerade am Strömsortieren. Habe ich gesagt, Jeb, dir geht's doch gut. Dir fehlt's doch an nichts. Du hast eine gut aussehende Frau. Ich habe gesagt, du kannst doch froh sein, dass ich dich noch in deinem Lebensmittelalter gepflückt habe. Hunderte sind mir noch gelaufen. Dann hat er gesagt, und ich, Dermel, war das schnellste. Ja, der hat jetzt von vielen Schwenke, hat der, ich nehme es an, so Drehschwindel gekriegt, ne? Ich meine, der hat ja nichts gemacht wie geschwungen. Der hat da verschiedene Sachen da ausprobiert. Warte mal, Schwenke mit Niedrigtemperaturen. Der hat stundenlang hat er in die Glut geklotzt. Ja, und jetzt ist er im Schwenkerentzug. Ne? Und dort hätte er Annie kennengelernt und die wäre Veganerin. Ja, die essen ja okay, Rollbrote, keine Roulade, keine Schnitzel. Ich glaube, die essen noch nicht immer Fleisch. Ja, und die wollen ja auch kein Leder, also die verabscheuen Leder, ne? Jetzt kann er halt das Vorspiel nämlich auf dem Lehrertäschchen machen. Jetzt muss er es auf dem handgeklöppelte Wollsäckchen machen, ne? Ich meine, mir kann es egal sein, ne? Aber ich habe ja gemerkt, seit ich Solo bin, wie ich auf Männer wirke, ne? Ja, ich meine, du guckst ja die ganze Zeit, ne? Ja. Also ich sage euch ernst, wenn ich damals an Silvester in Köln gewesen wäre, die hätte auch keine Hudel gehabt. Ja. Und dann ich mir... Ich habe mir gesagt, du musst was machen. Du kannst nicht allein bleiben, du brauchst einen Begleiter. Also einer, wo ich so dran sah. Also einer, wo auf mich aufpasst. Ne? Wo wäscht, putzt, kocht. Ne? Wo man die Klospülung repariert. Ne? Wo mich auch begleitet ins Theater, ins Kino oder ins Aldi. Ne? Und dann bin ich dann bei der Herr Google. Da bin ich tatsächlich fündig vor. War so Agentur. Die haben geschrieben, suchst du einen Mann für alle Fälle, schlade Katalog auf und bestelle. Und ihr wäre lache, ich hat's gemacht. Ja, hat so Schippedellbähn, ne? So barockes Geläuf, ne? Aber sehr gelenkig. Der war ein Tänzer im Tanzcafé Tomi, aber es ist schon lang her. Ne? Ja. 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 Ja, ein Querschied. Ja. Ja, und er ist immer so schön angezogen. Ne? Anzügelchen, Hemdchen, Karottchen, also Krawatte. Und da hat er immer so, am Revers hat er immer so Blümchen. Ey, man kennt gerade, wenn ich hätte auf den Kerb geschossen. Ja.
ich habe nicht dabei. Wir können ihn ja mal holen. Ne? Hühnerfeld, alle! The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hühnerfeld! Ja! Hühnerfeld! Halt die Füße still! Was? Du leid! Was leid doch? Das Programm! Die Spickzettel! Die Spickzettel! Hier, Wuff! Frau Jochnachel! Schneller! Das darfst du nicht wurseln und ausgerechnet! Halt auch, kann man die Kamera vielleicht ausmachen? Fernsehen. Schneller! Komm, was kann ich Sie dann? Da sind die ganzen Spickzettel durcheinander geraut. Wisst ihr, was mir nicht passt? Frau Jochnachel, Moment mal. Wisst ihr, was mir nicht passt? Wisst ihr, was mir nicht passt, Herr Hühnerfeld? Kleidergröße 36. Das da ist frech. Das da ist frech. Wollen Sie zurück in den Katalog? Wollen Sie zurück in den Katalog, Herr Hühnerfeld? Wollen Sie zurück in den Katalog? Da klappe ich zu und da sind Sie platt. Weiter. Sauna. Sauna, ja. Ach, was war da mit der... Ach, das war, wo ich Ihnen das Saunatuch besorgt habe, die Größe XXXX. Ja! Ihnen hat ja Gästetuch gelangt. Trier. Trier, genau. Ach, das war, wie man mit dem Zug... Mit dem Zug nur Trier. Mit dem Zug nur Trier sind, ja. Das ging ja mit dem Schaffner irgendwie schon los. Ne? Der Schaffner ist doch zu uns gekommen und hat gesagt, mit den Dorffahrkarten können Sie nicht weiterfahren. Das ist ein Schnellzug. Doch haben Sie, Frau Jochnachel, was hat Sie zu mir gesagt? Ich habe es klargestellt. Ich habe zu dem gesagt, hier, das ist kein Problem. Da gehen Sie da vorne hinaus bei den Zugführern. Da sagen Sie, der soll halt ein bisschen langsamer fahren. Genau. Wir sind ja auch vordergründig weder Porta Nigra. Ach, hier ist mal auf, ne? Um die mal zu besichtigen. Ja, ne? Hier ist auf mit der Porta Nigra. Porta Nigra, ich meine das Wort schon im Ehre. Porta Nigra. Reinfall ist das. Porta Nigra. Das ist genau dasselbe Desaster wie da in Berlin, dort der Hauptstadtflughafen. Das Ding, das wird, also, wird nicht fertig. Ke Fenster, ke Dere, ke gar nichts. Ich habe mir die genau angeguckt. Man hat das Gefühl, haben die schwarz gemacht. Ja, und dann haben Sie aber auch noch ein paar schöne Bilder gemacht, Herr Hühnerfeld, gell? Ja, ja, ich hatte schöne Fotos noch gemacht. Ich bin der Hobbyfotograf, ne? Ja, von der Porta Nigra, schöne Fotos gemacht. Ne? Herr Hühnerfeld, Sie haben ja auch mich fotografiert, gell? Da haben Sie Klick gehabt. Normalerweise fotografiere ich nur Sehenswürdigkeiten, Frau Jochnachel. Ach so. Obwohl, ich muss sagen, Herr Hühnerfeld, auf deine Fotos... Oder auf deine Bilder sehe ich ein bisschen alt aus. Das ist ja ein guter Apparat, Frau Jochnachel. Ach so. Ja, wie wir dann Hemd gefahren sind, da war das Wetter, also das mit dem Wetter war ja... Da hatte ich auch wieder Kopfweh. Bitte? Ja, da hatte ich auch wieder Kopfweh, ne? Ja. Ich habe hier so gerne Kopfweh, ne? Und jetzt mit den Temperaturschwankungen da, das ist ja furchtbar, ne? Ja, morgens ist es warm oder mittags und nachts ist es dann noch gefroren, ne? Ja. Da hat nicht gerne Kopfweh, ne? Ja. Ich habe hier schon Gemeindescamp vom Ohr, ne? Ich gehe ja mal bei der Urologe, ne? Das muss ich noch gucken lassen, ne? Ja. Ja. Ich merke es halt Abend, ich habe ein bisschen Kopfweh, ne? Und wenn ich Kopfweh habe, hole ich hier nur Acetylsalicylsäurepräparat, das Einzige, was mir hilft. Acetylsalicylsäurepräparat, das ist endlich, was mir hilft. Habe ich ja schon gesagt. Also Acetylsalicylsäurepräparat, das ist das Mittel der Wahl. Ne? Also angewendet, wenn du mal Kopfweh hast, Acetylsalicylsäure, wenn der Helm da jetzt ein bisschen eng sollt wäre, ne? Holt du Acetylsalicylsäurepräparat direkt ingeschmissen, ist weg. Ne? Acetylsalicylsäurepräparat habe ich überall in jeder Handtasche.
Quatsch, ne? Ich habe das in jedem Schrank, in jeder Schublade, überall, nur halt oben, habe ich es nicht dabei, also Thylsalle, Zielsäureparat. Und wenn wir noch mal irgendwo hingehen, Herr Hühnerfeld, ne? Und ich sage, ich habe Kopfweh, ne? Und dann greife ich Ihnen dort in Ihr Täschelchen, da haben Sie Acetylsalicylsäurepräparat drin, ne? Und da hole ich mir das raus, schmeiße es in, stecke es nochmal ins Acetylsalicylsäurepräparat. Haben Sie mich da verstanden? Weil das das Einzige ist, wo mir hilft, Acetylsalicylsäurepräparat, Herr Hühnerfeld. Frau Jochnarrel, ich hole dann immer Aspirin. Ach, Aspirin, Herr Hühnerfeld. Gut, dass Sie sagen, Männe Sie, ich kennt mir das Wort behalle. Wissen Sie, wann ich immer Kopfweh kriege, Frau Jochnarrel? Nein. Ich muss es Ihnen sagen, wenn ich mit Ihnen im Auto fahre, ne? Sie fahren immer über die Hummle und dann über die dicke Wacke und das gäbe doch auch Placke. Also, was? Und mir wird ganz... Was? Dicke Wacke gäbe Placke? Dicke Wacke gäbe doch keine Placke. Die Gewacke gäbe keine Placke, dann müssen Sie das Auto nicht gleich lacken, wenn Sie über die dicke Wacke fahren. Aber die kleine Weckelcher, die gäbe Weckelcher und die Pleckelcher, ne? Aber nicht am einen Auto, ne? Sagen wir mal, wenn Sie jetzt über die kleine Weckelcher fahren, ne? Und das spritzt, sagen wir jetzt, Annegret Kamm-Karrenbauer kommt mit einem dicken Mercedes, ich glaube, hast du Audi, ne? Ist egal. So, du kommst dann mir so entgegen, ich fahre über die kleine Weckelcher. Und dann spritzt das an dein Auto und das sind die kleinen Weckelcher und die Pleckelcher drin. Aber du musst dir nicht bezahlen, wenn es nicht gespritzt wird. Kann mir egal sein. Auf jeden Fall machen die kleine Weckelcher, die machen die Pleckelcher und die Weckelcher. Ne? Verstehen Sie das? Aber die dicke Wacke machen keine Placke, ne? Und keine Macke. Ne? Das sind sie falsch, das sind sie schief gewickelt. Also aber die kleine Weckelcher machen die Weckelcher und die Pleckelcher, aber nicht ans eine Auto, sondern am Gegner, sage ich jetzt mal. Wenn er da entgegenkommt, ist egal. So. Frau Jochnarrel. Frau Jochnarrel, haben Sie Ihren Sprachsturz? Schwätze doch, geh so dumm, zeig Sprachsturz. Kommen Sie mal nicht dumm. Wo waren Sie dann, wie ich Sie gebraucht hätte? Haben Sie einen freien Tag gehabt? Ich weiß gar nicht, für was ich Sie bezahle. Und die ganze Storker, guck mal, wie Sie da hucken. So, guck mal, da huckt er. Die ganze Storker, die letzte Woche lang, ne, immer morgens ein Storker, ne, immer bei uns an die Haustür, an die Briefkasten, immer gestorkt, mit Briefe ingeschmissen und gemacht. Ne? Der Storker war der Briefbot. Herr Hühnerfeld, es ist ja Zeit, es ist schon spät. Jetzt machen Sie mir den Torero. Nee. Doch, jetzt machen Sie mir den Torero. Mats ab! Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su torre, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su torre. Baila, 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 ve, esta rumba, esta guitarra, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema un amor, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema un amor, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores. Baila, 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 baila. Esta rumba ta guitarra. Er macht schlapp. Welch ein Glück, dass Yolanda ein neues Opfer, einen neuen Partner gefunden hat. Einen ein Aufpasser. Bodyguard. Kein Partner, einen ein Escortmann. Ein Escortman. Das ist Yolanda Jochnarrel und Karl Wilhelm Hühnerfeld, Helene Rauber und Willi Fries. Für euch beide gibt's ein donnerndes, ein tosendes Saarbrücken. Alle! Hopp! Alle! Hopp! Alle! Hopp! Hopp!